Patagonien ist eine dünn besiedelte Region ganz im Süden von Südamerika, in Chile und Argentinien. In dieser Serie nehmen Kristin von Be My Travel Muse und ich dich mit auf eine Reise zu den beeindruckendsten Landschaften in und rund um die südlichste Region der Anden. Dabei besuchen wir unter anderem die Seenregion, die Fjorde des Pazifischen Ozeans, die berühmtesten Gebirgsformationen und das patagonische Eisfeld mit seinen Gletschern. Reise mit uns per Anhalter entlang der Carretera Austral zu den entlegensten Orten Patagoniens, sei bei unseren vielen Wanderungen dabei und am wichtigsten genieße die traumhaften Einblicke in die Landschaft Patagoniens. Willkommen zur Patagonia Expedition. Die Region Patagonien beginnt etwas nördlich von Bariloche in Argentinien. Im Nahuel-Huapi-Nationalpark gelegen ist Bariloche mit seiner Kombination aus Bergen, Seen und Grünwäldern der perfekte Start für unser Abenteuer. Wir beginnen unsere Reise in Bariloche, ein Ort, der unter anderem für seine Schokolade berühmt ist. Besonders empfehlenswert sind dabei die mit Schokolade umhüllten Himbeeren. Bariloche ist nicht nur wegen seiner Schokolade bekannt, auch die sieben Seen locken mit tollen Aussichten. Der beste Weg, die zahlreichen Seen zu erkunden, ist ein Roadtrip. Daher haben wir uns ein Auto gemietet und sind entlang der Ruta de los Siete Lagos hinauf bis nach San Martín de los Andes gefahren. Wir sind nun auf dem Weg zum schönsten Aussichtspunkt Bariloches, dem Cerro Campanario. Eigentlich dauert der Aufstieg zu Fuß nur um die 20 Minuten, wenn man gut in Form ist. Und weil wir in großartiger Form sind, brauchen wir so um die 25 Minuten. Bergziege Kristin erklimmt den Berg. Und dafür haben wir die Wanderung zum Tronador ausgehend von Pampa Linda gewählt. Vámonos. The trek we are doing is actually also doable in one day. Diese Wanderung lässt sich auch als Tageswanderung machen. Jedoch sieht man dann nur den Gletscher von unten. Wir wollen jedoch mehr sehen und wandern deshalb hinauf zum Refugio Otto Mailing. Dort werden wir campen und damit auch gleich unsere Ausrüstung einem ersten Test unterziehen, bevor es auf schwierigere Wanderung geht. Campen neben einem Gletscher klingt zudem nach einem perfekten Auftakt, oder? Tronador. Da ist er, der Tronador. Und dort drüben sind wir gestartet. Dort, Pampa Linda, der Ausgangspunkt. Ich würde sagen, wir sind verdammt gute Wanderer. Wir haben dafür auch nur insgesamt 4 Stunden gebraucht. 4 Hours? Wir haben es fast geschafft. Der letzte Abschnitt war sehr felsig und ein wenig steil, aber jetzt haben wir den Gletscher in Sichtweite. Und da oben ist unser Refugio. Direkt daneben werden wir campen. We made it to the Refugio Otto Mailing. Das ist das Gebäude dort drüben und wir werden unser Zelt direkt daneben aufschlagen. Guten Morgen. Es war ziemlich kalt heute Nacht, aber das Gute daran ist, dass man am Morgen für alles entschädigt wird. Der Sonnenuntergang hier ist ziemlich einzigartig. Rooftops and ceilings, the only
Good morning, Kristen. Time to move on. Und es geht weiter. Ciao, Refugio Otto Meiling. Wir steigen hinab, um diesen Gletscher und die ganzen Wasserfälle von unten zu bewundern. Let's do this. Wir sind nun an der Weggabelung zum Gletscher. Von hier ist es circa eine Stunde bis dahin. Dann haben wir noch circa 3 Stunden, um zurück nach Pampalinda zu wandern, um unseren Bus zu erwischen. Kristen, hast du noch mehr Lust auf Wandern? Oh yeah! Oh yeah! And we are back in. Und wir sind zurück in Pampalinda. Tolle Wanderung, oder? Yeah, it was beautiful, but it was long, about 40 kilometers. Und wir können von hier noch immer den Tronador sehen, dort hinten in den Wolken. Wir haben es also gerade pünktlich zurückgeschafft. Also, auf eine erfolgreiche Wandertour. Amazing hike. Cheers. Hola from Cathedral, and during the winter time, this is the largest ski resort in South America. Wir gönnen uns hier heute eine Liftfahrt, um die Wanderung zum Refugio Frey anzugehen. All right, guys. Wir sind nun am Gipfel von Cerro Cathedral. And yesterday we were over there at the Tronador. You'd shake it off if you try. Rock climbing. Nach einem etwas anstrengenderen Abschnitt, den wir teilweise klettern mussten, sind wir nun an der Abzweigung. Hier geht es hinunter zum Refugio Frey und der Lagune. Und wir haben es geschafft. To the Refugio Frey. Und wir wandern zurück. In der nächsten Folge geht es nach Chile. Wir fahren mit verschiedenen Fähren durch die Fjorde und starten unser Carretera Austral-Abenteuer per Anhalter. Hier warten viele weitere Gletscher auf uns. Also, abonniere den Kanal für neue Reisevideos und schau dir meinen Argentinien-Reiseführer mit detaillierten Wandertouren und Tipps an, wenn du ebenfalls einen Trip planst. Den Link findest du in der Infobox. Bis nächste Woche. Oh my God, the speed! It's crazy! Woohoo!